willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hi. Ich glaube, der ist am Schlafen oder so. Ja. Sieht so. Ja irgendwie nicht so gut aus. Ich habe hier noch ein paar Bäumchen. Du hast den Diesel. Bist du gerade am Modellieren da hinten oder bist du? Ich bin fertig damit. Oh ja, dann gucke ich mir das gerade mal an. Besser geht es nicht. Schauen wir mal. Konntest du den den Dingweg nicht noch bearbeiten? Welchen? Schotterweg, den Waldweg da. Nee, das, ich hab ja gesagt, besser ging's nicht. Dann kann ich das jetzt nicht verkaufen und dann nicht veralbern. Upsa. Geht doch. Jetzt noch mal einer. Muss einmal kurz raus, ist das wieder, oder wieder rein? Ja, mach mal. Dieselverkauf. Was haben wir denn angepflanzt? Weizen. Ja, ungeschickt. Dieselfabrik brauchen wir auch noch. Was kostet die? 225.000, ja. Ich frag mich nicht. Ich weiß nicht alles auswendig. Tut mir leid. Hey, hier sind keine Farmhäuser mit drauf. Wir haben doch eins. Ja, klar. Also warum würden wir da noch ein extra drauf machen? Na, hinten für die Dings. Für was? Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier hinten dann noch ein paar Gebäude platzieren. Irgendwie. Dann vielleicht die Produktion hier hinten noch. Beim Dieselverkauf. Dass es da hinten nicht so leer aussieht, weißt du? Mhm. So. 56.000 haben wir. Was ist denn der Feldstatus? Keine Ahnung. Muss mal gucken. Irgendwie Hunger. Ich hätte jetzt keinen Bock runterzugehen. Wäre auch ungeschickt. Warum? Kannst du auch 10 Minuten warten? Nee. Also ich muss sagen, heute bist du irgendwie nicht so richtig bei der Sache. Doch, bin ich. Bin halt nur ruhiger, weil meine Mutter mich doch damals so, was heißt damals, so angeschnauzt hat, weil ich nicht gehört habe. Deswegen. Wolltest du wissen, ne? Ich wollte wissen, wo der Pflug steht. Flug steht wahrscheinlich in der Halle. Ja, hab ihn gefunden. Wie? So. So, dann werde ich nämlich mal. Warte, ich lasse das Gewicht doch da. Nimm lieber die Baumspräse gleich mit. Mhm. So, dann kann ich nämlich oben das Feld noch ein bisschen vergrößern. Was machst du gerade so? Ich habe gerade Milch zum Ding gebracht. Und Wasser zu den Kühen. Und guck jetzt mal, wie das aussieht da bei der Käserei. Okay. Wie weit das ist. Oh, sind doch schon einige Käse wieder fertig. Mmh.
Ja, wenn es nur einer ist, dann bringt, wie ist der Preis? Darauf sollte man eigentlich auch gucken. Weil wenn der jetzt schlecht ist, dann sollte man alles wieder aus dem Laden rausnehmen. 3174. Ich habe keine Übersicht von den Preisen hier. Ich glaube, das ist etwas schlechter. Dann bringe ich die schnell weg. Ja, mach mal den. Die Eier sind bei 5500. Ja, das ist okay. Und Kartoffeln ist bei 610 steigend. Kannst du mal sonst einmal kurz, solange ich das so ausräume, auf 1 machen? Ja, genau. Aber sicher wart. Ja, sonst stehe ich ultra unter Zeit. Ey, Zeitdruck ist gut. Da arbeitet man besser. Schneller. Besser vielleicht nicht unbedingt, aber. Besser auf jeden Fall nicht. Ja, manchmal schon. Manchmal auch. Nicht. Ah, ja. Sämaschine. Hatten wir jetzt eine oder nicht? Nee, gell? Nein. Immer noch nicht. Können wir uns für 56 eine kaufen? Ist da eine im Angebot? Angebot gibt es in LS19 nicht mehr. In LS17 gab das. Ich glaube, das ist Sonderangebote gab es manches. Gibt es da eine für den Preis beim Händler? Warte. Hatten wir nicht die. So. Moment. Oder holpert es ein bisschen, wenn ich hier mit dem Flug drüber fahre, über die ganzen Baumstümpfe? 56.000 ist nicht viel. Was denn nicht viel? Kriegst du dann nicht mal 6 Meter dafür. Ja, was kosten 6? Was sind ist die 6 Meter, die Väterstätte, gell? Ja, die kostet 76. Was? Jo. Vielleicht sollte ich den Flug auch aufklappen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, gell? Das sollte man tun. Ging aber auch ohne. Ja, das geht, aber dann kann man den Flug nicht drehen. Ja, du hast keine Arbeitsbreite, das ist mir gerade eher aufgefallen. Du hast den Meter das Arbeitsbreite. Auch. Das ist auch. So, aber ich glaube, damit vergrößere ich das Feld nochmal ums Doppelte. So ungefähr. Oh, kalten müssen wir hier dann auch. Ja klar, wird ja wieder neu erstellt. Du bist ja ein schlaues Bursche. Ja, ist so. So, erzähl mal was. Hallo. Tschüss. Nee, jetzt bitte nicht kündigen. Nein. Im Moment gibt's da ja keinen Anlass. Was wäre denn für dich ein Anlass? Wenn der Flug jetzt nicht gleich funktioniert. Das ist aber dann nicht mein Problem. Doch. Oder das hab ich nicht verursacht. Doch. Nee. Nee, natürlich nicht. War ja auch nur ein Joke. Ein Joke. So, wenn denn hier? Wenden in Emden. So, jetzt sieht man schon mal so langsam ein paar Baumstümpfe. Vorhin hat man gar nichts gesehen. Gut, aber warum? Dass da irgendwas drunter liegt. Ein feiner Varuna. Ich bin kein Hund, gell? Nee, aber Varuna. Ja, aber fein macht's ein Hund.
Nee, fein gemacht. Das sagen manche Eltern zu ihren Kindern. Ja? Ja. Ja, hast du fein? Hast du fein die Kuchen gebacken? Ja, bist du echt Hausfrau? Was war das? Du bist eine echte Hausfrau. Bist du echte Hausfrau? Ich hatte überlegt, ob du bei Harry Hofer zu Hause bist. Nee, tut mir leid, da will ich auch nicht sein. Tja, der hat ja in den letzten Folgen ein bisschen über die Stränge geschlagen. Mal gucken, ob der nächste Woche dann ins Gefängnis muss. Könnte passieren. Hoffentlich. Da schaut gerne mal um 14 Uhr auf meinem YouTube-Kanal rein. Und Montag bis Freitag. Und auch um 16 Uhr bei Die Burg. Die Burg kommt heute. Warte mal. Die Burg wird eingestellt. Oh. Doch, heute kommt sie nochmal. Heute ist nochmal eine Folge Die Burg. Und dann wird sie erstmal eingestellt. Das hat einfach damit zu tun, dass ich alle drei Projekte am Laufen habe. Hatte jetzt über einen Monat. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Allerdings hatte ich auch viel Überstunden frei. Und das wird im Juli eben anders sein. Deshalb ist halt Die Burg das erste Projekt, was ich da, wenn überhaupt, dann einstellen werde. Aber es ist nur eingestellt und nicht beendet. Es kann sein, dass es da irgendwann nochmal weitergeht. Das will ich mir offen halten. Mach das. Okay. Darfst du machen. Das ist sehr gnädig. Ich weiß. Ich bin auch ein gnädiger Junge. Schön, dass du mir das erlaubst. Gut. Was machst du denn gerade? Käse. Immer noch? Achso, ausräumen. Ausräumen habe ich jetzt schon. Jetzt bin ich zum Links gefahren. Zur Käserei. Und lade jetzt da auch noch. Ja, 15 Minuten hast du. Diese 15 Minuten. Dann ist 7. Ja. Achso, wenn du ausgeräumt hast, dann kann ich ja die Zeit wieder hochstellen. Geht ja nur darum, dass es nicht im Trigger liegt. So, ich habe fast schon die Fläche hier freigeräumt. Super. Muss unser Feld eigentlich nochmal bearbeitet werden? Danach gucken wir gar nicht. Gell? Das ist irgendwie doof. Nö. Nee, ist gedüngt. Kein Unkraut. Und letzte Wachstumsstufe, glaube ich. Vorletzte, glaube ich. Moment. Entweder vorletzte Wachstumsstufe oder letzte, weiß ich jetzt nicht genau. Also sieht mir ja noch, sieht mir noch nach ein bisschen helleres Grün aus. Soll ich mal bei dir mit dem Käse vorbeischauen? Nee, dann ist irgendwie Kalk organisieren und hier mal mit dem Kalkstreuer oder mit dem Traktor und Stubenfräse. Dann könntest du die Bäumstümpfe hier schon entfernen. Ich möchte aber nicht die Stubenfräse, ich möchte eine Stubenfräse. Mach die Baumstümpfe weg und gut ist. Okay, mach ich. Aye, aye, Captain. Sollen die Eier auch raus oder sollen die drin bleiben? Guck nach dem Preis. Wenn ja, ist sowieso gleich zu spät. Nee. Ah ja, 5500 und was haben wir noch drin? Kartoffeln, ne? Kartoffeln ist gut. Kartoffeln ist gut und wir haben noch. Die Eier lass auch drin. Wir brauchen Geld. Ja, ich möchte einmal, dass das verkauft wird. Was?
Ja, die sagt doch immer willkommen im Hofladen. Was darf sein? Ja, jetzt gleich wird verkauft. Ja. Deswegen habe ich ihr gesagt, sie soll verkaufen. Bist du auf dem Weg? Ja, bin ich. Bin gerade am Anfang. So wenig? Ja, wie viele Eier waren drin? 3 Pakete. Volle. Nee, das passt eigentlich, weil Kartoffeln waren so 1200 vielleicht. Es gibt ja dann nicht viel, es gibt ja dann nur 700-800. Mhm. Das ist gar nicht schon, also wussten sie. Ups. Wo ist denn die Bauna? Ja, hier oben bei mir. So. Ich hab vorhin gesagt, ich nehme die gleich mit hoch. Ach so. Du musst halt gucken, es sind so ein paar kleine Bäume mit dabei. Die sieht man kaum. Ui, wird ja nochmal doppelt so groß. Ja, ist eine gute Fläche, die da dazu kommt. Morgen werde ich dann hinten weiter pflügen. Und dann können wir hier irgendwann die Tage mal ansehen. Wenn wir eine Sämaschine haben. Was hast du gesagt? 76.000 oder so brauchen wir dafür, gell? Ja. Ja, das ist halt unser Hindernis gerade. Aber das wird man auch irgendwann packen. Mhm. Und daher, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bei der Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.